Zunächst kommt er hier auf diese Seite des deutschen User-Wiki. Aber wie ihr seht, hier oben seid ihr Gast und ihr müsst euch jetzt erst anmelden. Das heißt, ihr müsst erst einen Account machen und dazu klickt er weder auf Beitreten oder auf Einloggen. Diese Seite bringt euch dann zum Server, wo die ganzen Wikis sind, also zur Wikispace. Jetzt müsst ihr einen Benutzernamen wählen, ein Passwort eingeben und eine E-Mail-Adresse. Ja, und jetzt könnt ihr ja sehen, hier ist die Frage, ob ihr ein Wiki machen wollt oder nicht. Ja, also hier das, was wir jetzt gemacht haben, steht hier oben in Englisch. Dann sagt ihr beitreten. Ja, und jetzt seht ihr, der Benutzername ist also schon verfügbar. Also wir müssen da einen anderen Benutzernamen wählen. Also nehmen wir MoraWiki. Und müssen dann hier das Passwort nochmal wiederholen. Lassen das die E-Mail-Adresse so bestehen. Und klicken auf Beitreten. Ja, das heißt hier, ihr sollt also eure E-Mail-Adresse bestätigen, damit man hier weitermachen kann. Ja. Oder hier jetzt dann einfügen, ob ihr ein neues Wiki haben wollt, ja, oder hier den Wiki-Namen eingeben, ja. So, und das wollt ihr ja alles nicht. Also könnt ihr jetzt erstmal hier weiterklicken auf mein Konto. Wenn ihr euch diese Seite anguckt, dann habt ihr all die Dinge, die ihr hier verändern könnt. Und hier ist wichtig, dass ihr die Sprache einstellt, wie ihr das Wiki lesen wollt, ja, dann schreibt er hier Deutsch, dann könnt ihr hier die Zeitzone einschreiben, dann könnt ihr hier den visuellen Editor einstellen, das ist sehr wichtig, damit ihr nicht alles im Quellcode schreiben müsst, dann könnt ihr hier die Größe einstellen, wie ihr so die Seite sehen wollt, dann könnt ihr gucken, ob private Nachrichten erlaubt sind, ja, und da gibt es also einige Einstellungen, und dann müsst ihr hier auf Speichern drücken. Und dann speichert ihr die Einstellung und da seid ihr eigentlich mit fertig. Jetzt können wir nochmal zur Einstiegsseite gucken gehen, ja. Hier ist also die Möglichkeit, hier ein neues Wiki zu erstellen, ja. Oder hier andere Dinge hier, die ihr so machen wollt. So, jetzt hat man natürlich so, jetzt müsst ihr euch beim Wiki, beim deutschen Wiki müsst ihr euch jetzt anschließen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf die deutsche Wiki-Seite zurück. Ja? Wenn ihr dort seht, steht hier oben euer Name. Ja, jetzt heißt es hier, diesem Wiki beitreten. Da müsst ihr draufklicken. Ja? So, dann steht hier, dass ihr die Mitgliedschaft beantragt, ja. Da könnt ihr jetzt noch einen Kommentar reinschreiben, ja. Dann könnt ihr reinschreiben, bitte schnell, oder was, ja. So, ja. Und dann klickt ihr hier drauf, Mitgliedschaft beantragen. Ja, da steht hier Ihre Anfrage, dem beizutreten wurde, an die Organisation des Wiki verschickt. Das heißt, ich bekomme dann von euch eine Nachricht und muss euch dann freischalten. So geschieht das alles. Ja, also ihr könnt jetzt auch hier dieses Iclone Deutsch Wiki bei euch eintragen. Das heißt, wenn ihr nochmal auf euer Mein Konto geht und in die Einstiegsseite, ja, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Wikis in eure Liste einzufügen, die ihr dann so anschauen könnt. Aber das könnt ihr ja selber mal ausprobieren.